Kannst du mir wohl sagen, Sokrates, ob die Tugend gelehrt werden kann? Oder ob nicht gelehrt, sondern geübt? Oder ob sie weder angeübt noch angelernt werden kann, sondern von Natur den Menschen einwohnt oder auf irgendeine andere Art? O Menon, vor diesem waren die Thessalier berühmt unter den Hellenen und wurden bewundert ihrer Reitkunst wegen und ihres Reichtums. Nun aber, wie mir scheint, auch der Weisheit wegen. Und nicht die Letzten sind darin die Mitbürger deines Freundes Aristippos des Larisäers. Daran nun ist euch Gorgias schuld. Denn als er in jene Stadt kam, gewann er zu Liebhabern seiner Weisheit wegen die ersten unter den Aleuaden, sowohl zu denen auch dein Liebhaber Aristippos gehört, als unter den übrigen Thessaliern. Und so hat er euch auch diese Gewohnheit angewöhnt, dass ihr ohne Scheu und mit edler Zuversicht antwortet, wenn euch jemand etwas fragt, wie auch zu erwarten ist von denen, welche wissen. Denn auch er selbst bot sich ja dar, jedem Hellenen, was nur jeder wollte, ihn zu fragen, und nie ließ er einen ohne Antwort. Hier aber, lieber Menon, steht es ganz entgegengesetzt. Es ist ordentlich wie eine Dürre an Weisheit eingetreten, und sie scheint ganz aus unseren Gegenden fort zu euch gezogen zu sein, die Weisheit. Wenigstens, wenn du hier jemand so fragen willst, wirst du nicht einen treffen, der nicht lachte und sagte, »O Fremdling, du scheinst mich ja für gar glückselig zu halten, dass ich von der Tugend doch wenigstens wissen soll, ob sie lehrbar ist oder auf welche Art man sonst dazu gelangt.« Ich aber bin so weit davon entfernt zu wissen, ob sie lehrbar ist oder nicht lehrbar, dass ich nicht einmal dieses, was die Tugend überhaupt ist, ordentlich weiß. Auch mir selbst, Menon, geht es ebenso. Ich teile die Armut in dieser Sache mit meinen Landsleuten und tadle mich genug darüber, dass ich gar nichts von der Tugend weiß. Wovon ich aber gar nicht weiß, was es ist, wie soll ich davon irgendeine besondere Beschaffenheit wissen? Oder dünkt dich das möglich, dass wer den Menon gar nicht kennt, wer er ist, doch wissen kann, ob er schön ist oder reich oder auch vornehm? Oder ob ganz das Gegenteil davon? Dünkt dich das möglich? Nein, freilich. Aber weißt du in der Tat nicht einmal, was die Tugend ist, Sokrates? Und soll ich das von dir auch zu Hause erzählen? Nicht nur das, Freund, sondern auch, dass mir auch noch kein anderer vorgekommen ist, der es gewusst hat, so viel mich dünkt. Wie, ist dir Gorgias gar nicht begegnet, als er hier war? Oh ja! Nun, und es schien dir nicht, dass er es wisse? Ich habe kein sehr gutes Gedächtnis, Menon, so dass ich jetzt im Augenblick nicht zu sagen weiß, wie es mir damals schien. Allein vielleicht weiß er es und du, was er gesagt hat. Bringe mich also darauf, wie er sie erklärte, oder wenn du lieber willst, so sage es selbst, denn du bist doch gewiss derselben Meinung wie er. Das bin ich. So lassen wir jenen, da er ohne dies abwesend ist. Du selbst aber, Menon, um der Götter willen, was sagst du, dass die Tugend ist? Sprich und enthalte es mir nicht vor, damit ich die glückseligste Lüge möge gelogen haben, wenn sich zeigt, dass du es weißt und Gorgias, ich aber gesagt habe, mir sei noch nie einer vorgekommen, der es wisse. Das ist gar nicht schwer zu sagen, Sokrates. Zuerst, wenn du willst, die Tugend des Mannes, so ist es leicht zu sagen, dass dieses des Mannes Tugend ist, dass er vermöge, die Angelegenheiten des Staates zu verwalten und in seiner Verwaltung seinen Freunden wohlzutun und seinen Feinden weh, sich selbst aber zu hüten, dass ihm nichts dergleichen begegne. Willst du die Tugend des Weibes, so ist auch nicht schwer zu beschreiben, dass sie das Hauswesen gut verwalten muss, alles im Hause gut imstande halten und dem Manne gehorchend. Eine andere wiederum ist die Tugend eines Kindes, sowohl eines Knaben als eines Mädchens, und eines Alten, sei er ein Freier, wenn du willst, oder ein Knecht. Und so gibt es noch gar viele andere Tugenden, so dass man nicht in Verlegenheit sein kann, von der Tugend zu sagen, was sie ist. Denn nach jeder Handlungsweise und jedem Alter hat für jedes Geschäft jeder von uns seine Tugend und ebenso auch, Sokrates, glaube ich, seine Schlechtigkeit.
Ganz besonders glücklich, o Menon, scheine ich es getroffen zu haben, da ich nur eine Tugend suche und einen ganzen Schwarm von Tugenden finde, die sich bei dir niedergelassen. Allein, Menon, um bei diesem Bilde von dem Schwarm zu bleiben, wenn ich dich fragte nach der Natur einer Biene, was sie wohl ist, und du sagtest mir, es wäre ihrer gar viele und mancherlei, was würdest du mir antworten, wenn ich dich fragte, meinst du, insofern wären sie viele und vielerlei und voneinander unterschieden, als sie Bienen sind, oder sind sie hierin wohl nicht unterschieden, sondern nur in etwas anderem, wie in Schönheit, Größe oder sonst etwas dergleichen. Sage mir, was würdest du antworten auf diese Frage? Dieses, dass sie nicht verschieden sind, sofern sie Bienen sind, eine von der anderen. Wenn ich nun hierauf weiterspräche, sage mir denn eben dieses, worin sie nicht verschieden sind, sondern alle einerlei, was doch dieses ist nach deiner Meinung, so würdest du mir doch wohl etwas zu antworten wissen. Das würde ich. So ist es nun auch mit den Tugenden, dass, wenn sie auch viele und mancherlei sind, sie doch sämtlich eine und dieselbe gewisse Gestalt haben, um deren Willen sie eben Tugenden sind. Und eben hierauf wird derjenige hinzusehen haben, der in seiner Antwort auf jene Frage richtig angeben will, was die Tugend eigentlich ist. Oder verstehst du nicht, was ich meine? Ich glaube es zwar zu verstehen, aber doch habe ich das, wonach gefragt ist, noch nicht so inne, wie ich wollte. Meinst du aber dieses etwa nur von der Tugend, Menon, dass es eine andere gibt für den Mann und eine andere für die Frau und so für die übrigen oder auch von der Gesundheit und von der Größe und Stärke ebenso? Dünkt dich eine andere Gesundheit, die des Mannes zu sein, und eine andere, die der Frau? Oder ist es überall derselbe Begriff, wenn es Gesundheit ist, mag sie in einem Manne sein oder in wem sonst immer. Dieselbe dünkt mich wohl, die Gesundheit des Mannes zu sein und die der Frau. Also auch wohl Größe und Stärke, wenn eine Frau stark ist, wird sie vermöge desselben Begriffs und derselben Stärke stark sein? Dieses derselben meine ich aber so, dass es der Stärke keinen Unterschied macht, in dem Stärke sein, ob sie in einem Manne ist oder in einer Frau. Oder scheint es dir einen Unterschied zu machen? Mir nicht. Der Tugend aber soll es in dem Tugendsein einen Unterschied machen, ob sie in einem Knaben ist oder in einem Alten, in einem Manne oder in einer Frau. Mir wenigstens schwebt irgendwie vor, dass dieses jenem Übrigen nicht mehr ganz ähnlich ist. Wie doch? Sagtest du nicht, die Tugend des Mannes wäre, den Staat wohl zu verwalten, die der Frau aber das Hauswesen? Ja. Ist es nun wohl möglich, Staat oder Hauswesen oder was irgend sonst gut zu verwalten, wenn man es nicht besonnen und gerecht verwaltet? Gewiss nicht. Wenn sie es nun besonnen und gerecht verwalten, so verwalten sie es doch mit Besonnenheit und Gerechtigkeit. Notwendig. Desselben also bedürfen beide, wenn sie gut sein sollen, das Weib und der Mann, der Gerechtigkeit nämlich und Besonnenheit. Offenbar. Und wie, ein Kind oder Greis, die zügellos wären und ungerecht, könnten die wohl gut sein? Gewiss nicht. Wohl aber, wenn besonnen und gerecht. Ja. Alle Menschen also sind auf einerlei Art gut, denn indem sie dasselbe an sich haben, werden sie gut. So scheint es. Gewiss aber könnten sie, wenn ihre Tugend nicht eine und dieselbe wäre, nicht auf einerlei Art gut sein? Nicht füglich. Da also die Tugend eine und dieselbe ist für alle, so versuche nun auszusprechen und mir in Erinnerung zu bringen, was Dr. Gorgias sagt, dass sie sei und du mit ihm. Was sonst, als dass man vermöge, über die Menschen zu herrschen, wenn du doch etwas suchst, was durch alle geht? Das suche ich freilich. Aber ist eben dieses auch die Tugend eines Kindes, Menon, und eines Knechtes, dass er vermöge zu herrschen über seinen Herrn? Und dünkt sich noch ein Knecht zu sein, wer herrscht? Das dünkt mich keineswegs, Sokrates. Es geht auch freilich nicht, Bester. Denn erwäge auch noch dieses.
Du sagst, dass man vermöge zu herrschen, sollen wir nicht hier gleich hinzusetzen, gerecht nämlich, ungerecht aber nicht? Das glaube ich allerdings, denn die Gerechtigkeit, o Sokrates, ist Tugend. Die Tugend, o Menon, oder eine Tugend. Wie meinst du das? Wie bei irgendetwas anderem, zum Beispiel, von der Rundung würde ich sagen, sie sei eine Gestalt, nicht so schlechthin die Gestalt. Deshalb nämlich würde ich so sagen, weil es auch noch andere Gestalten gibt. Und ganz recht würdest du das sagen, denn auch ich nenne nicht die Gerechtigkeit allein Tugend, sondern auch noch viele andere. Was für welche doch, sprich, wie auch ich dir andere Gestalten nennen könnte, wenn du es fördertest. So nenne auch du mir andere Tugenden. Die Tapferkeit also dünkt mich, Tugend zu sein, und die Besonnenheit und die Weisheit und die Großmut und viele andere. Wiederum also ist uns dasselbe begegnet. Viele Tugenden nämlich haben wir gefunden, da wir nur eine suchen, nur auf eine andere Art als vorhin. Die eine aber, die in allen diesen ist, können wir nicht finden. Ich kann eben noch nicht, wie du, Sokrates, es suchst, die eine Tugend in allen finden, so wie ich es bei den übrigen Dingen konnte. Ganz natürlich, aber ich will einen Versuch machen, uns, wenn ich es vermag, weiterzubringen. Denn du siehst doch ein, dass es sich so mit jedem verhält, wenn dich jemand nach dem fragte, was ich eben anführte. Was ist doch Gestalt, Menon? Und du ihm sagtest, das Runde. Und er dann sagte, eben wie ich, ist das Runde die Gestalt oder eine Gestalt? So würdest du wohl sagen, eine Gestalt. Freilich, nicht wahr? Deswegen, weil es noch andere Gestalten gibt. Ja. Und wenn er dich weiter fragte, was für welche, so würdest du sie nennen? Das täte ich. Und wiederum, wenn er dich über die Farbe gleichermaßen befragte, was sie ist, und auf deine Antwort, das Weiße wäre Farbe, der Fragende dann erwiderte, ist das Weiße die Farbe oder eine Farbe? So würdest du sagen, eine Farbe, weil es noch mehrere gibt. Das würde ich sagen. Und wenn er dich hieße, andere Farben nennen, so würdest du ihm andere nennen, die nicht weniger Farben sind als das Weiße. Ja, wenn er nun wie ich die Rede herumnähme und sagte, immer kommen wir auf vieles, aber nicht also, sondern da du doch dieses Viele insgesamt mit einem Namen benennst und behauptest, jedes davon sei Gestalt, und zwar ungeachtet, sie einander entgegengesetzt sind, was ist doch dieses, was das Runde nicht minder unter sich begreift, als das Gerade, was du eben Gestalt nennst und behauptest, das Runde sei nicht minder Gestalt als das Gerade, oder meinst du es etwa nicht so? Freilich so. Wenn du nun so sagst, meinst du dann etwa, das Runde sei nicht mehr rund als gerade und das Gerade nicht mehr gerade als rund? Keineswegs, Sokrates. Aber Gestalt, sagst du, sei das Runde nicht mehr als das Gerade und das eine nicht mehr als das andere. Richtig. Was ist nun also das, dem du diesen Namen Gestalt beilegst? Versuche es zu beschreiben. Wenn du nun dem, der so fragte, sei es nun über die Gestalt oder über die Farbe, sagtest, ich verstehe gar nicht einmal, was du willst, lieber Mensch, noch weiß ich, was du meinst, so würde er sich vielleicht wundern und sagen, verstehst du nicht, dass ich das suche, was in allen diesen dasselbe ist? Oder wüsstest du es auch hierin nicht anzugehen, wenn dich jemand fragt, was doch im Runden und Geraden und im Übrigen, was du Gestalt nennst, in allem dasselbe ist? Versuche es anzugeben, damit du daran auch eine Übung hast, für die Antwort über die Tugend. Nein, sondern gib du es an, Sokrates. Soll ich es dir zu Gefallen tun? Freilich. Wirst du mir dann auch das von der Tugend sagen wollen? Allerdings. So will ich mich daran geben, denn es lohnt. Allerdings.